Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin ungefähr schon seit über 2 Stunden wach. Der Julian ist gerade eben erst aufgewacht. Ich habe dem jetzt gerade Müsli ans Bett gebracht. Ne? Guten Morgen. Bist du so müde, Juli? Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ey, der ist eben aufgestanden, hat sich aufs Sofa gesetzt und meinte, ich muss mich wieder ins Bett legen. Ich kipp's uns gleich um. Ich war so müde. Ich habe irgendwie 2, 3 Nächte hintereinander nur 2, 3 Stunden gepennt. Und irgendwie hat mein Körper sich jetzt einfach noch ein paar Stunden Schlaf genommen. Warum ist denn das jetzt so gelb? Wartet. Besser. Besser. In jedem Video gibt es ja eine Verlosung für meine Abonnenten und in diesem Video natürlich auch. Und ich habe mir gedacht, dass ich gerne eine PlayStation 4 an euch verlosen möchte. Allerdings liegt die jetzt ganz, ganz unten. Das heißt, ich muss alles umräumen. Langweilig. Oh, ich habe sie. Da ist sie, die PlayStation 4. Ihr könnt ganz einfach an der Verlosung teilnehmen. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar hier drunter schreiben. Dann nehmt ihr teil. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne mit einem Klick kostenlos machen. Der Link dazu, den findet ihr auch unten in der Informationsbox. Müsli-Nachschub kommt! Danke. Das ist aber jetzt nicht der Julian-Tag. Nein. Den hätte ich ganz anders gestartet. Ach, wie denn? Sag ich erst am Julian-Tag. Soll ich dir noch eine neue Milch holen oder reicht dir der kleine Mini-Flug? Ist gut. Wo sind die Blumenkübel? Ich wollte die noch zeigen. Hm. Aber man, da komme ich nicht dran. Oh nee. Ist nicht gerade runtergefallen, oder? Wie kann man denn nur so dumm sein? Oh Mann, ich hab's ja aufs Bett gelegt. Kann ich ja nicht wissen. Du hast das mit der Kante da drauf geworfen. Ja, Entschuldigung. Ich habe mir nämlich im Internet Wanddeko gekauft, weil wir haben nämlich da über dem Bett zum Beispiel oder da an der Wand oder auch im Flur an den ganzen Wänden haben wir ja noch gar keine Deko, keine Bilder, gar nichts. Und dann bin ich durch Zufall auf die Dinger hier gestoßen. Das sind halt irgendwie so mega stylische Blumenkübel, die man an die Wand hängt. Und ich finde, das sieht so geil aus. Super hässlich. Nein, Leute, die sind doch nicht hässlich. Die sehen mega geil aus. Mann! Entschuldigung. Jetzt wirfst du auch mein Müsli der Blumenkübel. Dafür würde ich gerne heute noch Blumen besorgen und ich würde die eigentlich auch gerne an die Wand hängen. Allerdings brauchen wir dafür wahrscheinlich eine Bohrmaschine. Ja, kannst du deinen Papa anrufen. Dann kann er auch mal die Lampe hier an die Decke anbringen. Haben wir eine Lampe dafür? Ja, wir haben eine Lampe gekauft für 500 Euro? Für den Flur. Für 500 Euro? Habe ich nicht gesehen. Wir gehen jetzt einkaufen. Yes! Da! Wir haben uns Essen geholt. Brauchst du auch Besteck? Nee. Doch. No. Und wie schmecken die Frühlingsrollen? Heiß. Meine Nudeln sind richtig geil. Ich hatte gar keinen Hunger. Einfach nur gegessen, weil die Bianca wieder Hunger hatte. Das eskaliert gerade alles ein bisschen. Darf ich schon mal erzählen, was wir machen? Ja. Also der Julian hat sich hier unten dieses Geschwindigkeitsmessgerät gekauft und wir machen gerade die krankesten Dinge so als Challenge, wer halt schneller in verschiedenen Sachen ist. Er bereitet sich schon auf die Handtaschenwerf-Challenge vor. Ja, auf jeden Fall macht das richtig Bock. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil es immer dunkler wird und wir brauchen jetzt hier ein bisschen das Licht von den Fenstern, weil wir eben im Flur sind. Junge, ich zerfetze deine Handtasche. 100 km Minimum. Also zieht euch das Video rein. Richtig geil. Ich verlinke euch das jetzt hier oben mit der Infocard. Jetzt ist er glücklich, ne? Seine Lampen sind angekommen. Ja, die anderen waren auch schon meine. Das ist mir die ja abgenommen. Ja. Wie viele sind denn das jetzt? 3? Ja. Gibst du mir auch eine? Ja. Echt? Ja, ich gebe dir eine ab. Reichen dir 2, sonst kannst du auch 3 haben. Nein, ich gebe dir eine ab. Du bist lieb. Okay, ich zeige euch jetzt mal was, ja? Das hier ist mein Schrank, wo Accessoires drin sind, Parfüms, hauptsächlich Parfüms. Und unten auch noch kurze Hosen für den Sommer. Tada! Machen. Hey, du wolltest dir doch noch so ein extra Zwischending holen. Ja. Sollen wir das noch schnell besorgen gleich? Kann ich gleich machen. Bianca, zeig mal deinen Schrank. Ah, okay. Ich habe halt auch mehr Sachen. Sag mir mal deine Schubladen. Komm, zeig mal. Zeig uns doch mal, Bianca. Jetzt schämt sie sich. Das heißt, also, wir haben uns geeinigt. Du kriegst 2. Ich krieg 2, weil Bibi hat noch einen. Sonst hätte ich dir sogar mal 2 wiedergegeben. Hätte mir schon wieder neue bestellt. Nein. Immer wenn ich mir irgendwas im Internet bestelle, muss ich es danach nochmal bestellen, weil es mir abgezogen wird. Hält? Ja, ne? Hält!
So, darf ich präsentieren? Na, 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 na! Voll geilen beleuchteter Schrank. Nice. Ey, ich bin echt begeistert. Verlink die doch in der. Such mal den Link raus, dann können wir den in die Infobox. Ich packen. Sollte Lampenverkäufer werden. Nein, natürlich. Ich kann euch das mal in der Infobox verlinken. Au, au, au. Drück mal auf den Affen, mach jetzt einfach mal damit. Ah, warte. Kannst du die Smiley zum Starten tippen. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Oh. Das ist ja voll süß. Diese Funktion ist voll geil. Du bist scheiße. Ha, ha, ha. Du bist scheiße. Ha, ha, ha. Meine Cousine ist eigentlich auch noch da, aber wir müssen ja auch noch die Videos schneiden. Aber die sehen wir dann morgen vielleicht. Ich merke schon, da kann man sehr viel Spaß haben mit dieser neuen Funktion, nicht wahr? Julian, hast du noch alle Tassen im Spiel? Entschuldigung, man muss ja wohl noch Fußball in der Wohnung spielen dürfen. Wo sind wir denn hier? Vorsicht, wenn mir das jetzt hinfällt, dann gibt's aber auch... Okay. Erste Sache, die ich euch zeigen kann, wir haben Geschirrhandtücher für die Küche gekauft, weil wir einfach nie welche haben und mich das so unfassbar nervt. Jetzt habe ich einfach richtig viele geholt, ich glaube 20 Stück oder so. So, da räumen wir die ein, damit die auch schön aussehen, ne? So. Hier, das ist übrigens die Bohrmaschine, die ich gekauft habe. Dann haben wir für den Julian noch eine Schrankregal-Abtrennungsboden, keine Ahnung, wie das heißt, gekauft. Und wir haben so eine Aufbewahrungsbox uns geholt für die Pfandflaschen. Die stellen wir nämlich immer hier in die Ecke und normalerweise steht so eine richtig hässliche Tüte da. Jetzt haben wir hier so eine Box gefunden, die man zum Beispiel auch zumachen kann. So eine Scheiße. Jetzt wollte ich gerade diese Dinger hier bepflanzen. Oh Gott. Ich habe wirklich alles versaut. Zieht euch das mal bitte rein. Das geht gar nicht. Der ganze Boden ist auch total dreckig. Was? Der Boden ist dreckig? Nein. Da stelle ich das hier hin. Oh nein! Schon wieder! Was machst du denn da? Und das ist übrigens komplett runtergefallen. Alles voller Erde hier. Tada! Das ging schnell, ne? Hat die Handwerkerin Bianca gut gemacht. Ja, kannst du meine Sonnenbrillen dann reinbauen. Ja, du hast jetzt komplett doppelt so viel Platz. Jetzt, meine Damen und Herren, machen wir uns an das Schwierigste. Und zwar müssen wir jetzt genau da Löcher reinbohren. Der kriegt gar nichts mit. Boah, Junge, ich schneide gerade dein Video. Ich weiß, aber ich muss da jetzt bohren. Doch. Oh, schon mich von deinen hässlichen Topfpflanzen. Bitte nicht übers Bett. Dann fällt die Scheiße runter und dann ist überall Erde und... Okay, dann mache ich es da an die Seite, aber dann will ich ein schönes Bild für übers Bett. Das ist das erste Mal beim ganzen Leben, dass ich jetzt ein Loch bohren werde. Guck mal, ist doch nicht zu hoch so, oder? Ich höre dich nicht. Ich finde es einfach nur hässlich, mehr nicht. Die ist hohl, die Wand. So wie du. Ach, klasse. Der Dübel passt nicht rein. Aha. Grüße Scheiße, die ich hier gesehen habe. Oh mein Gott. Dieser magische Moment. Oh! Es hält, Juli. Boah, ist das hässlich. Hä, das sieht mega cool aus. Guck mal, das sieht echt geil aus. Findest du es jetzt echt hässlich? Ja, geil finde ich es nicht. Scheiße, Leute. Scheiße. Der Julian kriegt ja wirklich gar nichts mit da drüben, ne? Und ich wollte gerade das zweite Loch bohren. Und ich habe die Bohrmaschine da angesetzt und plötzlich hat die irgendwie gepiepst. Keine Ahnung, was das war. Ich dachte, ich habe nicht doll genug gedrückt oder so. Und dann habe ich doller gedrückt und dann war der Widerstand plötzlich irgendwie viel höher als bei dem ersten Loch. Und dann habe ich direkt aufgehört und dann war in dieser Wand irgendeine Leitung oder so. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe irgendeine Leitung gerade angebohrt. Also ist auf jeden Fall kein Licht ausgegangen. Scheiße. Ich traue mich nicht, das dem zu sagen. Juli, du bist jetzt nicht sauer, okay? Ich habe eine Leitung angebohrt. Ich meine es ernst. Guck doch! Keine Ahnung, ich habe ja sofort aufgehört. Ich habe ja nur den Putz darunter
gebohrt. Da ist nix. Da ist auch. Ich habe sofort aufgehört zu bohren. Ist ja tiefer, ne? Was kann passieren? Nee, guck mal, da ist halt. Guck mal, wenn du da reinguckst. Da hier war halt eine hohle Wand hinter und da ist irgendwas. Man sieht ja, dass da irgendwas ist. Es gibt doch so einen Plan, den man sich vorher durchlesen muss, wo die... Als, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Bohrmaschine in der Hand habe. Als ob ich irgendeinen Elektrowasserleitungsplan jetzt mir... Was machst du? Ja, vielleicht hast du irgendwas angebohrt, vielleicht kann man irgendwo Licht testen. Ist das der Lichtschalter fürs Bad? Ist das der Lichtschalter fürs Bad oder warum geht das jetzt nicht? Ja, geil. Geil, der Elektriker kann morgen kommen. Kannst du jetzt schon die Nummer raussuchen? Da ist auch noch ein Lichtschalter. Ja, hast du irgendwas angebohrt? Weißt du was, da kannst du doch richtig Glück haben, dass du nicht irgendwas, so keinen Stromschlag oder so bekommen hast. Weißt du, wie gefährlich sowas ist? Man muss sich immer so einen Plan vorher durchlesen. Tut mir leid. Boah, ich hab grad so ein schlechtes Gewissen. Dabei wolltest du mir nicht helfen. Ich wollte einfach das scheiß Ding da aufhängen, was du auch noch hässlich findest. Ja, grottenhässlich. Dieses Mädel macht nur Ärger, ey. Nee, ich versuch selbstständig zu sein. Da passiert halt auch mal Scheiße. Ach ja, Bibi, ich hätte dir auch helfen können, aber ich habe ja dein Video geschnitten. Entschuldigung. Ich habe sofort aufgehört und so leicht gedrückt, dass das jetzt schon am Arsch ist. Da habe ich einen ganz sensiblen Punkt getroffen. Du hast bei mir auch einen ganz sensiblen Punkt getroffen. So, das war's mit dem Video. Ist gar nicht lustig, ist wirklich. Ich fand's auch nicht lustig. So, Leute, ich habe jetzt... Ich will mal im Dunkeln pinkeln, ja? Das war's jetzt mit dem Video. Schaltet morgen ein. In diesem Video gibt es eine PlayStation 4. Lächeln. Ihr habt eine PlayStation 4, ja? Ich habe eine kaputte Stromleitung. So ist das Leben. Denkt dran, alle alten Videos, wo auch noch die aktiven Verlosungen unter anderem sind, stehen, verlinkt unten in der Infobox. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben, dann nehmt ihr überall teil. Beziehungsweise jedes Kommentar nimmt einmal teil. Also quasi wie so ein Los-Verlosung. Die Fußbodenheizung geht aber noch in dem Raum. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet morgen auf jeden Fall wieder ein. Ich hab euch ganz doll lieb. Und bis zum Morgen. Bis morgen. 11 Uhr.